Yo, schönen guten Abend. Servus. Mein Name ist Rollis. Rollis am Platz und das ist der Wochenrückblick. Oh, straight aus den Auenstudios. Hier geht mein kleiner Riot mitten auf der Straße. Okay. Ich finde das cool, ich meine, dann kann ich bei dir zocken, ist ja super. Ja, dann laufen sie alle so ein bisschen auf der Theresienhöhe rum, gell? Oh, da kennen wir doch. Trotzdem, krasses Ding auf jeden Fall, bevor er nach Rom gefahren ist, hat er dieses Video gedreht, der gute Butzi. Ich sag hart Respekt, nochmal muss ich dazu sagen, wirklich keine wirkliche, also er hat sicherlich für sich mit seinem Handy schon viel gemacht, aber er hat sich dann extra für dieses Video bei uns informiert, welche Kamera er sich kaufen soll, welchen Fotoapparat und welchen Gimbal, und dann hat er wirklich ein krasses Video rausgelassen und ja, Zweigjungs auch wieder gut performt, und wen wir auch sehen in dem Video ist der Bruder von den Zweigjungs. Der Dennis hat da auch nur eine kleine Rolle, richtig cool, kommt auch kurz vor, also jetzt die drei Holzknechts im Video, und hier steht auch schon der Anfang, The First Cypelia Studios Production, das ist also Butzi sein Studio sozusagen, und ja, jetzt für euch, definitiv geiler Song, der Zweig, alles, feat. Amy Diop, viel Spaß damit, hier, geiles Video, let's go. Geiles Klappen, Alter, wie laut man das ja, hört. Hey. Nice. Es muss endlich raus, mir liegt was auf dem Herzen. Gehen durch schwierige Zeiten, alles gerade nicht zum Scherzen. Müssen uns an Regeln halten, werden beengt in unserem Sein. Als gäbe es in der Welt nicht schon genug Kummer und Leid. Wo bleibt für uns die Zeit, wo ist das Leben, wie es vorher war? Zum Beispiel, wo man in den Bars bis in den frühen Morgen saß. Jetzt ja, es ist schon so nice einfach, wie sie da durchgehen, wie es läuft einfach. Ich find's unglaublich, Mann. Jungs, fettes Teil. Manche Sorgen da und meine Gedanken und fühlt sich irgendwie damit alleine gelassen. Doch genau jetzt ist es wichtig, wie nie zuvor an sich zu glauben, um später mal mit einem Lächeln zurückzuschauen. Halte an den Dingen fest, die dir enorme Kraft verleihen, und merke nun, du bist an keinen einzigen Tag allein. Die Familie, Freunde, die Liebe lässt uns nie im Stich. Glaube fest daran, dann stellt sich raus, dass du der Sieger bist. Aus deinem Mittel- und Zeigefinger sich ein Peace ergibt. Denn das Wichtigste als Mensch, der innere Frieden ist. Vielleicht für euch doch die Story da draußen, Amy und DJ Don Dado, der hier, beziehungsweise die Amy, die hier den Refrain singt, ist leider nicht im Lande gewesen, auch wegen dem Corona-Ding so. Und dann haben einfach die Jungs sich gedacht, beziehungsweise Butzi auch gesagt, so, er will es jetzt noch durchziehen, bevor er da nach Rom mit dem Radl radelt. Und haben sie das Video ohne die Amy gemacht. Ich finde aber ganz ehrlich, es passt alles echt rund. Und da ist er auch schon, der Dennis ist am Start. Mit dem Boom Blaster, Alter. Und hier links vor euch Sascha und rechts Benny. Am Performen, so schaut's nämlich aus. Ich bin das Letzte, was bleibt. Nichts hängt an der Zeit, ist das das Ende. Es sind halt einfach die Hook Kings, Alter. Der Zweig sind dann einfach die Hook Kings, Alter. Hooks laufen. Vielleicht. Yeah. Was soll ich noch machen? Hab für so viele Dinge Verständnis gezeigt. Yeah. Kleine Ziele, große Motivation. Man liest schon in der Bibel, dass sich alles wiederholt. Ich meine, wer das Video noch nicht gesehen hat, jetzt achtet mal auf die Farben so. Jetzt kommen langsam die Farben rein. Es hat schwarz-weiß angefangen und jetzt hat langsam hier wird's schön bunt. Leben und Tod gehen auf dem Mond. Zusammen spazieren, kein Regelverstoß. Wie's mir damit geht, es treibt mich in die Enge. Niemand kann mich hören, ich fühl mich wie ein Fremder. Dauerschleife auf der Reise, es geht endlich los. Zwischen Raum und Zeit bewege ich mich Grenzen. Ich find's so nice, hinten Olympiaturm. Ah, fuck, ey, Mann, es ist einfach eine runde Geschichte. Los, checkst du schon, ich bin allein, wie so oft. Hab mich fein durchgeboxt, aber dir scheint es paradox. Die Mühe war umsonst, ich bin müde und benommen. Ich will mich nicht fügen, ich will über den Horizont. Anscheinend ist vieles Fantasie. Wissen tut man's nie, für nichts eine Garantie. Ich dreh mich oft im Kreis, weiß nicht, woran ich glauben soll. Ist das der Weg im ewigen Gottesreich? Oida. Ich bin das Letzte, was bleibt. Nichts hängt an der Zeit, ist das das Ende vielleicht?
Es passt einfach so gut zusammen, oder? Sängerin und die MCs hier performen eins. Was soll ich noch machen? Hab für so viele Dinge Verständnis gezeigt. Ich bin das Letzte, was bleibt. Nicht hängt an der Zeit, ist das das Ende vielleicht? Also hier ist auch nochmal was zu den Parts gesagt. Mir taugt es ja immer, wenn sich die Jungs abwechseln. Ich glaube, für viele da draußen ist es immer schwer, sie auseinanderzuhalten. Aber mir taugt es wirklich, weil es natürlich gibt es viele Songs, wo dann jeder so seinen Part hat und dann kommt irgendwie ein Refrain und dann kommt der Part vom Nächsten. Hier in dem Song ist es so, sie wechseln sich ab, jeder hat 4 Zeilen und dann kommt der Nächste. Kommt richtig geil, also auch beim zweiten Mal hören, dann ein bisschen drauf achten. Da haben sie echt richtig geilen Song auch geschrieben. Und jetzt hier ziehen wir uns natürlich das Ende noch rein. Let's go! Was soll ich noch machen? Hab für so viele Dinge Verständnis gezeigt. Gutes One-Shot, so muss es sein. Aus dem tiefen Süden, München lässt grüßen. Denn es ist der bayerische Crew. So schaut's nämlich aus, richtig gut. Grüße geht raus an der Zweig, ich hoffe euch geht's gut. Weiter geht's mit dem guten, ja ist ja klar, Mann, Haro war fleißig. Haro und auch Lusches waren fleißig. Haro hat die erste Haro denkt laut Folge online gestellt. Das ist sozusagen, wir haben ja unseren guten Auencast, unseren Podcast. Haro hat jetzt sozusagen eine zweite... Ja, wie soll ich sagen? Also Auencast ist dann so, wo wir dann mit auch, wo ich dann mit am Start bin oder eben der Haro oder auch andere Leute. Und da Haro hat auch seine eigene Rubrik gestartet und wo er eben auch alleine dann Sachen starten kann. Und er hat jetzt seine erste Folge online geladen, hochgeladen sozusagen. Hier, Haro denkt laut. Da ist die erste Folge. Cooles Cover auch. Taugt mir richtig, ist richtig stylisch gemacht, coole Farben, passt alles. Und ja, wer Bock hat, er schreibt es ja hier, redet da ein bisschen so über sein Denken, über Filme und Gaming und alles, was ihm so im Kopf kommt und ja, lässt einfach mal so seinen gedankenfreien Lauf. Finde ich cool. Und diese Woche gibt es dann definitiv wieder einen neuen Auencast. Wir werden fleißig sein, am Wochenende steht dann auch noch was an. Also wir sind immer fleißig, deswegen schaut mal rein, hört mal rein bei Haro denkt laut, da freut er sich definitiv. Und die Truber-Jungs machen's. Sie machen es ständig, sie machen es hart. Grüße gehen raus an Bene und an Timmy. Ich hoffe, euch geht's gut. Lasst uns mal wieder treffen, so. Hab Bock auf jeden Fall, euch mal wieder zu sehen. Richtig Bock drauf. Ja, ziehen wir uns die Nummer rein. Dally, wahrscheinlich eher Dally. Und der Song heißt Tränen. Produced by Truver Music. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ziehen wir uns rein. Ich hab's selber noch nicht gehört. Bin gespannt, was da jetzt kommt. Let's go. Und das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ich finde es einfach immer geil, was sie, wie soll ich das sagen, was sie für Special Sounds, was da so im Hintergrund immer läuft, hier auch wieder, es ist schon wie, sind das Video schon wieder gedreht, wo sind denn bei uns, war irgendwo im Meer vielleicht, so mit den Dünen, oder, das war doch bestimmt in Deutschland, oder, was sind sie da extra wieder irgendwo hin, Video ist auch nice, talk mir. That's it, nice, das war's, Groover Music, beziehungsweise Dally. Tränen, sehr nice, nicer Song und definitiv taugt mir, so muss es sein und was muss auch sein, Lusches, der seine Lampen und sein Lichtkönnen hergibt für den guten Charter. Das Einzige, was ich aussprechen kann, ist der Songtitel, der da heißt Lewandowski. Ja, Lusches war mit den Jungs unterwegs, beziehungsweise war mit denen unterwegs, der hier auch das Video, Luca, genau, mit dem Luca war er unterwegs und bin mir nicht ganz sicher, produziert bei Keza. Hören wir mal rein. Ich habe jetzt den Song selber noch nicht gehört. Bin gespannt, was der Junge hier so rappt. Es hat sehr hart ausgesehen, so, was der Pole macht. Na, zieh es uns rein, definitiv hier jetzt für euch. Sartor Lewandowski. Sag's noch 5-mal falsch und dann sage ich auch dazu. Charter. Ah, jetzt. Bruder. Er chartert halt, also Charter. Okay, hab's gecheckt. Sorry, noch go. Once again, Pull-up Selector. Oida. Charter. Kick! Bruder, ich mach Top Speed, Robert Lewandowski. Wenn du mich am Block siehst, immer nur am Stoff ziehen, Bruder. Alter, was sag ich? Natürlich hab ich mir den Song schon reingezogen, Mann. Richtig nice, Mann. Diese Hängerhook, Mann, nice. Wir sind on fleek, schön wie du die Bone ziehst, wenn es deinen Gott gibt. Robert Lewandowski. Charter Spocko, Kurva, mach kein Oko. Fick deinen Kopf mit meinem Stoff, bist du lieb. Hier bei der Szene hier auf dem Basketballplatz, Lusches, da warst du am Start. Das hast du erzählt, gell? Kopf suchst unterm Mars, aus dem Wohnheim in die Charts. Lass die Coca nach.
Nasen da. Denn egal wie viel du ziehst, du bleibst die VZ, die du warst. Die Klausel wie Geschenk, Kurva, du Polska DNA. Was für Goldsand dreht die Wolzahl auf, bis alles nur noch strahlt. Eins ballern jeden Tag, GEMA bringt Ertrag. Ich versteh die Frage nicht, ey, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Also ich finde, ich feier den Style schon irgendwie. Schon irgendwie jetzt so. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Bruder, ich mach Topspeed, Robert Lewandowski. Was hast du gesagt? Hä? Ey, was hast du gesagt? Bruder, ich mach Topspeed, Robert Lewandowski. Wenn du mich am Block siehst, immer nur am Stoff ziehen. Bruder, wir sind on fleek, schön wie du die Bonk ziehst. Wenn es einen Gott gibt, Robert Lewandowski. Bruder, ich mach Topspeed, Robert Lewandowski. Wenn du mich am Block siehst, immer nur am Stoff ziehen. Bruder, wir sind on fleek, schön wie du die Bonk ziehst. Wenn es einen Gott gibt. Also die Frau ist total sympathisch, Mann. Total sympathisch, würde ich sagen. Charter, ey, das ist dreckiges Geschäft. Ey, so dreckig, dass es schmeckt. Was ist Charter übersetzt? Charter, Kurva, Chef. Charter, Kurva, Jeb. Ja, gut, Mordi, ja, Kischneck. Brat, wenn dieser Charter. Das sind diese dirty Tattoos, die sie sich selber stechen, Alter. Rappt, Razor, Chinna, Schipki, Bjek, ey. Bruder, ich mach Topspeed, Robert Lewandowski. Wenn du mich im Block siehst, immer nur am Stoff ziehst. Bruder, wir sind unfreak, schon wie du die Bong ziehst. Komm schon, drop it, nice! Robert Lewandowski. Bruder, ich mach Topspeed, Robert Lewandowski. Wenn du mich am Block siehst, immer nur am Stoff ziehen. Bruder, wir sind on fleek, schön wie du die Bonk ziehst. Wenn es einen Gott gibt, Robert Lewandowski. Also Beat auch echt fett, Mann, fettes Teil. Ja, auch hier wieder, ich hab's letztens über die Tiger so gesagt, so auch hier wieder richtig böse, Mann. Kommt hart rüber, der Kerl, Mann. So muss es sein. Rap Shit ins Gesicht, na. Oida. Grüße gehen raus an Charter. So muss es sein, Mann. Fettes Teil. Lewandowski, zieht's euch rein. Grüße gehen auch raus an Lusches. Hier wieder fleißig gewesen mit dem Luca, oder? Doch, Luca, genau. Licht, Daniel Stupa steht sogar mit am Start. So muss es, Mann. So muss es, Mann. So nicht anders. Schön hier YouTube voll spammen mit den Namen. Und was auch sein muss, ist eigentlich so jede Woche ein Tarek und Senshi-Song. Und da habe ich auch noch einen, beziehungsweise war der letzte Woche am Start. Ich reiche ihn jetzt nach. Hood Rat heißt der. Den habe ich jetzt noch nicht gehört und den ziehen wir zusammen jetzt rein. Tarek Senshi, wer sie nicht kennt, so sind die Drill Monsters, die Drill Monster aus München. Ein Banger nach dem anderen liefern die, auch richtig harte Jungs so, leben den Scheiß, würde ich mal sagen. Und Videos auch immer nice. Jetzt muss man hier kurz gleich mal schauen, ob hier wieder NTV Jackson Video am Start war. Ja, Logo, NTV Jackson hat hier auch wieder das Video gemacht. Ist da immer auch viel mit Overlays und so am Arbeiten, finde ich immer richtig cool eigentlich auch. Letzte Video, Flavors 3, Risky, war auch NTV Jackson, hat er auch richtig nice gemacht. Ja, Tarek Senshi, gar nicht viel reden, einfach gleich mal reinhauen, das gute Teil. Hood Rat, was geht, Digi? Let's go! Let's go! Denn es ist der bayerische Crew. Aus dem tiefen Süden, München lässt grüßen. Bis zum Morgen behind the stove, nigga. Hier so dieses 80s-Style-Videos taugt mir schon auch irgendwie. Kann man echt machen, passt zurzeit irgendwie gut rein. Yo, ich geb Geld aus, mach die Hoodwear zum Trap-Haus. Oh, Tonfall, du gibst Blackout. Yo, ich geb Geld aus für Kleidung von LV. Einfach mit mir und sieht sich safe aus. Also da ist mein Kopf immer gleich so, wow, was geht, Mann? Erstmal zuhören, was die Jungs hier fabrizieren. Yo, ich geb Geld aus, mach die Hoodwear zum Trap-Haus. Oh, Tonparty, du gibst Blackout. Yo, ich geb Geld aus für Kleidung von LV. Einfach mit mir und sieht sich safe aus. Da geht die Information schon mal im Ref, Euda, ins Gesicht. Am Just komm, lösch mich auf wie Houdini. Wenn eins sicher ist, dass nix sicher ist, rückt das easy ab wie Panini. Real Life Drama, kein CCTV. Sie sagt, sie ist Fan, weiter den Block, tap back for the Gang. Packets wie UPS, Trapline, bring Stress, komm, fix das safe. Misch Hasch mit Kusch, Bro, Coke mit rum. Fängst dir einen Gong und du torkelst rum. Nur Angst vor Gott, schau mich dreimal um, weil Ratten kommen hinten nie vorne rum. Sie hat Nails on Fleek und Arsch für Tage, sie entspricht den Anforderungen. Hasse Männer, die lästern wie Frauen, halt deinen Mund wie ein Bruder. Augen auf mir, kein Ken zu Pulli.
sind im Bendo. Duke macht die Airbnb zu einem Trap House. Gorilla Glue, du gehst Pass auf. Ich muss Hubs nicht kennen vom Inn, um zu wissen, ich gehör da nicht hin. Step mit Spliff wie ne Fackel in Hand bei der Bitch und fackel das ab. Yo, ich geb Geld aus, mach die Hood Red zum Trap House. Old Town Party, du gehst Blackout. Yo, ich geb Geld aus für Kleidung von LV. Ein Tag mit mir und sieht's dir safe aus. Safe, ey, mach die Hood Red zum Also es ist auch ein Live-Song, oder, Alter? Der, den Live, Alter, da reißt die Bude ab, Mann. Der Refrain, Mann, fett, Alter, da kannst du nur springen. Geld aus für Kleidung von LV, ein Tag mit mir und sitzt dich safe aus. Egal ob Beamer oder Bentley oder Benz, egal ob Euro oder Dollar oder Yen, egal ob Visa oder Tyler oder Molly oder Sens, bin ich fit, lohnt auf ein Happy End. Finde 10 oder 10 und kein 9-to-5-Job, zwei Kisten Falli und ein Fahrrad. Richtig fett, wie er reinkommt, der Tarek haut's raus. Spiel nicht mit uns, spiel lieber mit deinem Kind. Nachts unterwegs und ein Becher voller Gin. Pirdolle, wieder im Bendo, verliehene Knolle. Warum tun wir immer das, was sie nicht sollen? Können nicht vor Kammer fliehen, aber vor Bulle. Immer nass, riech und Kohle, plus Habibi lässt sich schneiden wie Frau Holle. Egal ob Euro oder Dollar oder Yen oder Rubel, Kopfleis, brauchen Double, gib mir Becher und kein Dübel. Fress, Flash, S, Null plus Junkie will fliegen. Hat er sich auch ausprobiert hier, diese ganzen Effekte, beziehungsweise schnell einfach die Kamera bewegt und dann langsam abspielen lassen. Richtig fett, Mann, kommt nice. Flüg nicht in Red Bull, sondern in Tür. Kein Spaß, Bruder, gib mein Bruder dort, Digga. 24 Jahre bin gefangen hier im O. Bei wem bist du holen, Digga, Bro, du bist broke. Und irgendein Kind kommt und klaut deine Show. Das ist kein Wunder, Mann, dass ich. Irgendein Kind kommt und klaut deine Show. Oi. Kommt Röscher durch 100, Mann, und kein Wunderland, so wie bei Alice. Luger in mein Cup, kein Helles. Und Cops sind dirty und racist wie ein Hell. Ich geb Geld aus, mach die Hood Red zum Trap House. Old Town Party, du gehst Blackout. Yo, ich geb Geld. Also bei dem Refrain bin ich am Start, Mann. Fuck. Also die Jungs, wenn die live spielen, sagt mir Bescheid, Mann. Ich komm vorbei, definitiv. Musst es sehen. Musst es sehen, was die live so drauf haben. Unbedingt. Ich habe jetzt so viele Songs von denen gehört. Das sind wirklich auch so Songs, die funktionieren. Es sind auch die Beats, Mann. Da musst du einfach bouncen, so bei den Shit-Little-Diddles. Auch für Kleidung von LV. Einfach mit mir und sitz dich safe aus. Safe. Ey, mach die Hood-Red zum Taugt mir, was NTV Jackson hier abliefert. Taugt mir richtig, Mann. Es ist jetzt nicht, weißt, da ist es, das geht jetzt nicht darum, hier die härtesten Locations zu haben, aber es kommt einfach irgendwie geil. Man hat es geil zusammengeschnitten. Es ist sehr dynamisch, muss man sagen. Sehr dynamisch. Ich mag das. Noch sind wir hier bei Tarek und Senchi. Hood Red. Das hören wir schon noch zu Ende an. Definitiv, Mann. Hood Red zum Trap House. Old Town Party. Du gehst Blackout durch. Du gehst Geld aus für Kleidung von LV. Ein Tag mit mir und sitzt dich safe aus. Ja klar, die Drogen dürfen nicht fehlen, Mann. Das geht nicht anders. Ja, NTV Jackson, Grüße gehen raus, definitiv. Und Jamal hat hier wieder mitproduziert. Dem Jamal folge ich ja jetzt auch auf Insta. Ich finde das richtig nice. Ich glaube, so ein junger Dude, der hier ganz viel für die Tarek Senchi Jungs macht. Finde ich richtig nice, Jamal, was du raushaust, was du für Beats am Start hast. Geiles Ding hast du da auch mit deinem Studio und so. So muss es sein, Mann. Und ja, Tarek Senchi, Hood Red, fette Nummer. Den guten Mann hatte ich auch schon in der Show. Jetzt muss ich kurz mal überlegen. Pass mal kurz auf. Ach, auf YouTube hatte ich ihn. Hier, Yass. Ja, den guten Yass hat einen Song rausgebracht. 10 heißt der. Wir hatten ja von der High Hood Entertainment Crew hatten wir letztens auch einen lustigen Song, den Dunkin' Donuts, fand ich auch richtig geil. Deswegen, die Jungs sind richtig funny und haben sehr viel verplante Songs. Mir taugt ja sowas auch immer sehr. Jetzt für euch Yass hier mit 10 so. Ich glaube, so ist der Kopf von denen und der ist ja sehr fleißig immer. Was mit Schwani und Young Schnucki? Alles klar. Also ein bisschen Cloud-Rap auf die Ohren für euch. Yass und 10, Mann. So muss es sein, Mann. Richtig geil. Grüße gehen raus. Auch an. Hey, stopp mal. Wenn dann von vorne. Nochmal für euch Yass und 10. Let's go. Sie an Start, die Corona-Songs. Mann, Yass haut auch eine raus, Mann. Ja, Mann, so ist, was so ist und so war's, aber es wird sich jetzt ändern, Yass. Definitiv, Mann. Alter. Was ist heute los mit den Refrains, Mann? Ein Refrain nach dem anderen. Der catcht mich auch, Mann. Cool. Leben auf. Ja, ich kann so sagen, High Hood Entertainment. Das ist wirklich Entertainment bei den Jungs. Auch hier bei dem Song lustig, Mann. Also, klar, hier auch wieder Corona-Thema, wie auch immer, aber einfach lustig mal so, das auch so aufzurollen. Hier ist ja auch der Dunkin' Donuts da. Zeigen wir da angezeigt. Grüße gehen auch raus an die zwei. Yass, Mann, so muss es sein. Taugt mir, bin gespannt, auch bei dir. Sag mal Bescheid, wenn du live gehst. Bin am Start. Definitiv, Mann, ich hab Bock.
ich hab Bock, wenn du live gehst, wenn du live auftrittst, meine ich, ich rede immer von live gehen. Ich meine natürlich, wenn du live auftrittst, endlich mal wieder. Das willst du ja, sagst du hier im Song. Dann wird's endlich auch wieder Zeit, Diggi. So, raus ist der Hase. Und Will Rollers hat diese Woche auch wieder mal Kanli am Start. Ja, Kanli hat ja das gute Artist Talk an Buschbeier weitergegeben. Kanli ist dann nach Berlin gezogen. Ich sehe ihn trotzdem immer noch als Münchner Mitglied der Szene und ich wäre ja auch immer noch nach wie vor ein Fan, auch wenn es da viel Beef gab. Klar, gewisse Leute werden sich da nicht mehr zusammenraffen können, aber jetzt mal abgesehen von diesem Kanli-Beef, grundsätzlich würde ich mich freuen, wenn wir alle mal wieder ein bisschen mehr zusammenkommen und nicht immer unser eigenes Ding machen, sondern wenn die Münchner, genau wie sowas, was der Buschbeier macht mit dem Peace Camp, wenn die einfach alle so sich ein bisschen mehr selber untereinander connecten. Es war ja früher nie möglich zur Main-Concept-Zeit, da war wirklich jeder so sein eigenes Ding. Aber ich denke, wir sind alle erwachsen geworden und jetzt halt langsam kann man sich treffen und kann man auch vielleicht mal untereinander Musik machen und tauschen. Es sind so viele krasse Künstler da draußen. Später auch noch David Sainz am Start. Kann ich nur sagen, es sind wirklich krasse Leute da draußen. Connectet euch, Mann. Ich bin am Start, Mann. Wenn irgendwas ist, sagt Bescheid. So, wir ziehen uns jetzt den neuen Kanli-Song rein. Ich habe ihn noch nicht gehört. Bin gespannt. Wie immer heißt er, glaube ich. Grüße gehen auf jeden Fall an Erich Kanli nach Berlin. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir ziehen uns jetzt den guten Song mal rein. Moment mal kurz, ich schalte für euch auf Spotify oben. Da ist das Ding. Let's go, Erich Kanli. Immer wieder heißt er. Nicht wie immer. Immer wieder heißt der Song. Erich Kanli, let's go. Beziehungsweise nur noch Kanli. Ist ja auch wurscht. Kanli, immer wieder. Bo. Oida. Aus dem tiefen Süden. München lässt grüßen. Ja, Mann, so muss es sein. Okay, Sample hat mich schon gecatcht jetzt. Und du flasht mich immer wieder, immer wieder, immer wieder. Schreibe tausend Lieder, Neon dich denn wieder. Und du flasht mich immer wieder, immer wieder, immer wieder. Was sie mir halt eher, was er einfach eher zeigt, so er hat einfach Bock auf Sound machen, so. Und das merke ich einfach hier auch, letzter Song, den wir es reingezogen haben, Big City Life. Muss ich ehrlich sagen, hat er auch nochmal rap-technisch einen Step nach vorne gemacht. Er hat Bock auf Rap und hier jetzt eine andere Nummer. War ja auch immer so ein Buschbeier-Ding in letzter Zeit bei den Releases. Er hat wirklich sich, Buschbeier hat sich auch versucht, auf verschiedensten Arten von Songs und Beats zu probieren. Und mir taugt es immer, wenn ein Rapper sich nicht irgendwie irgendwo, also wenn er irgendwo sich festsagt in einem Genre, sondern Kanli versucht wirklich verschiedene Sachen, verschiedene Genres auch zu bedienen. Hier jetzt einen Sommersong für euch. Immer wieder. Ice Cubes und Chivas, Nike Shoes und Fila. Du flasht mich immer wieder, immer wieder, immer wieder. Schreibe tausend Lieder, Neonlicht in Lila. Du flasht mich immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ice Cubes und Chivas, Nike Shoes und Fila. Wir wollen den ganzen Stress vergessen für nur einen Moment. Wir wollen an Orte reisen, an denen uns keiner erkennt. Einmal die Füße in das Wasser halten, Haare im Wind. Wir fahren irgendwo hin und keiner fragt nach dem Sinn. Blick in den Rückspiegel, merk, wie alles kleiner wird. Ich sag dir laut, ich liebe dich, auch wenn's hier draußen keiner hört. Können uns hier benehmen, wie wir wollen, weil sich keiner stört. Und du nimmst mich, wie ich bin und ich bleib gestört. Wir laufen über Felder und uns interessiert hier nichts mehr. Alter Text. Ich bin sofort dabei. Es ist wirklich schön. Schöner. Ich sehe mich gerade auf so einer Wiese liegen und den Song hören. Durch Berlin und sind geflasht von diesen Lichtern. Die Sonne tut uns gut. Deine Brille ist am Glitzern. Weißwein ist im Glas und wir hören uns alte Hits an. Und immer wieder, wenn du einsam bist, dann komm ich vorbei. Guck, wir sind high und vergessen die Zeit. Und immer wieder, wenn die Träne fällt, vermiss ich dein Smile. Ich find dich heiß und du flasht mich immer wieder, immer wieder, immer wieder. Schreibe tausend Lieder, neon dich denn wieder. Und du flasht mich immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ice Cubes im Chivas, Nike. Ich muss es einfach jetzt auch wieder sagen, Next Step, Kanli Next Step, hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich weiß nicht, was da bei dem Beef los war. Ich war wirklich einfach auch überhaupt nicht involviert. Bin auch jemand, der sich da dann auch immer eigentlich nicht interessiert für sowas. Aber hier Next Step definitiv, Mann. Auch hier bei dem Song Big City Life war schon nice. Der Song ist wirklich auch nice. Cool. Von Fehler, du flasht mich immer wieder, immer wieder, immer wieder. Schreibe tausend Lieder, Neonlicht in Lila. Und du flasht mich immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ice Cubes im Chivas, Nike Shoes und Fehler. Ganja ist im Paper.
Vapor, bin am Chillen und ich rauche. Diese Welt hier spielt verrückt und wir machen ein bisschen Pause. Überall, wo du so bist, ist für mich doch wie zu. Hey Junge, Junge, komm her, dann machen wir eine Pause rein im Beat. Digi, auf jeden Fall, hau rein. Du weißt, ich bin verliebt, du bist alles, was ich brauche. Seifenblasen wie von früher, ich hab diese Zeit vermisst, man. Genau wie Sommerabende, an denen das Feuer knistert. Und an dunklen Tagen bist du für mich wie ein Lichter. Hatte viel zu viele Fragen und die Antworten waren nicht da. Du hast die Chucks an und der Sommer steht dir gut. Und das Handy ist im Flight Mode, wir haben heute nichts zu tun. Wir sind nur am Quatschen, laufen stundenlang zu Fuß. Und alles, was ich brauche, bist im Endeffekt nur du. Ja, Luscious, was sagst du? Hat er nicht immer gesagt, alle Kiffer sind Versager? Ja, kann er ja sagen, wenn es für ihn so ist. Ist doch alles gut. Jeder darf seine Meinung haben, oder? Und immer wieder, wenn du einsam bist, dann komm ich vorbei. Guck, wir sind high und vergessen die Zeit. Und immer wieder, wenn die Träne fällt, vermiss ich dein Smile. Ich glaube, es ist halt auch einfach so ein Kerl, der einfach gerne auch mal aneckt und einfach vielleicht auch gerne mal seine Meinung sagt, was viele vielleicht einfach dann auch an dem Platz nicht haben können. So ist es, Alter. Es gab's immer solche Typen, aber er ist vielleicht so einer. Ich find dich heiß und du flasht mich immer wieder. Schreibe so viele Lieder, neon dich denn wieder und du flasht mich immer wieder. Ach so, das meinst du, ja, Logo, okay. Das ist natürlich ein bisschen zwiespältig, aber ich glaube, wenn du als Rapper nicht über Kiffen redest, dann rappst, dann ist. Bist du halt irgendwie auch nicht dabei, oder ich weiß auch nicht, was das Ding ist. Aber ehrlich, ich sage ehrlich von mir, ich finde den Song eigentlich ganz gut. Ja, immer wieder, Ice Cubes in Chivas, Nike Shoes von Fila. Du fährst mich immer wieder. Steige 1000 Lieder, Neonlicht in Lila. Du fährst mich immer wieder. Ice Cubes in Chivas, Nike Shoes von Fila. Du fährst mich immer wieder. Immer wieder. Ja, Song flasht mich und ich höre hier wenig Ungereimtheiten. Es sind sehr viele Reime mit am Start beim Kandi. Grüße gehen raus an Kandi. Ich hoffe, dir geht's gut. Immer wieder, zieht's euch rein. Definitiv ein Song für den Sommer. Man kommt in die Playlist und ich freue mich schon, wenn die Playlist mal wieder rauf und runter läuft. Das ist echt so eine abendfüllende Playlist mittlerweile. Richtig cool und jeder wird sich da wiederfinden in der guten Aun-Studio-Wochenrückblick-Playlist, Mann. So kann man sie ja auch schon fast nennen. Ich weiß gar nicht, wie habe ich sie denn genannt? Ach so, hier. Real Rollers Show All Songs habe ich sie genannt. Habe ich schon reingepostet. Ja, ich habe sie vorhin schon reingepostet. Cool. Ja, wir machen gleich weiter in dieser Stimmung und wenn ich die gute Dame ankündige, wäre ich immer gleich selber rot, weil ich einfach sie hart feier. Ja, die gute RMR hat wieder einen Song released, diesmal mit der Ailo. Ja, ihr habt ihn bestimmt schon gehört. Ich habe ihn mir natürlich auch instant reingezogen. Konnte nicht warten. Rote Mütze Raffi, davon rede ich. Tag ein, Tag aus heißt der Song. Achterbahnproduktion haben wir wieder hier am Start. Geile Nummer, taugt mir. Wahrscheinlich sage ich das oft, aber bei Rote Mütze Raffi geht bei mir immer das Herz auf, weil ich sie einfach grundsätzlich feiere. Es ist einfach ein dopes kleines Mädchen, kann man nur so sagen. Und ja, supportet sie, kann ich auch nur sagen. Ailo, auch cool auf jeden Fall, dass die mit am Start ist. Ich habe jetzt so von deren noch nicht so viel mitgekriegt. Rote Mütze Raffi, so bin Fan. Deswegen für euch jetzt hier Rote Mütze Raffi, Ailo und Tag ein, Tag aus. Let's go, 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 auf die Ohren drauf. Hab schon gesagt, von der Stimmung ähnlich wie der Candy-Song. Ja, und hier wirklich viele Powerfrauen. Das finde ich ja auch geil, Mann. So echt, diese, hier, die Girls posen, Mann. So muss es sein, Mann. Kick it. Aber bei dem Song bin ich mir auch sicher, hey, der landet in den Popcharts, Mann. Unbedingt, Mann. Wenn das keine Pop. Ja, Next Generation, so muss es sein, Mann. Powerfrauen. Let's go, raus damit, Mann. Kann man nur feiern, den Song, Mann. Auf jeden Fall. Wird echt auch Zeit, dass Rote mit Seraphi mal auf die dicken Bühnen kommt, Alter. Dass sie einfach mal abgehen kann und zeigen kann, was sie kann, Alter. Achterbahn, Grüße gehen raus. Raffi, auch auf jeden Fall. Ailo, nicer Song, Tag ein, Tag aus. Geht steil, Mann. Gleich drauf reagiert und dann hat der gute Ulti mir gleich einen Song geschickt, den ich euch zeigen möchte. Es hat jetzt nichts mit dem Ultura-Sep zu tun, es hat nichts mit Mandown zu tun. Aber es ist ein Song, wer den noch nicht gesehen hat, ist definitiv hier eine Premiere, weil wir ziehen uns jetzt zusammen rein und wir werden den Spaß unseres Lebens haben. Mafike heißt der Song von den Männersmoos. Männersmoos haben den Song Mafike rausgebracht und wer Mafike möchte, der hört sich den Song an, ne, beziehungsweise was auch immer, zieht's euch rein. Geile Nummer, Mann. Alter,
brech ab bei der Nummer, hey, fett, komm, muss überall, muss jetzt ab jetzt überall laufen, dieser Song. Viel Spaß damit, geiles Video auch, let's go, Männers Moos, mach Ficke. Oida, oida. Mach Ficke, gucke mal wie mach Ficke. Mach Ficke, gib mal mir bitte ne Kippe. Kippe. Gib mal ne Gulua Rot. Gib mal ne Gulua Blau. Ich kann mir schon wieder so gut vorstellen, wie der Mandown und der Ulti im Studio waren, sich den Song angeschaut haben und abgebrochen sind. So muss es sein, Mann. Guck mal, wie wir wieder mal an einem Abend die Kohle vom Monat versaufen. Mal Ficke, guck mal, wie mal Ficke. Mal Ficke, gib mal mir bitte ne Kippe. Gib mal ne Gulua Rot. Gib mal ne Gulua Blau. Guck mal. Gib mal ne Gulua Rot. Gib mal ne Gulua Blau. Wie wir wieder mal an einem Abend die Kohle vom Monat versaufen. Guck mal. Alter, Mann, Flow, alles am Start, Mann. Nice. Mark Foster, du blöde Fotze. Ich mobbe Menschen so wie Frauen Böden mobben. Was? Der Einstieg. Okay, ich wiederhol's nicht, Mann. Was geht? Sie bläst und ich red nicht vom Flöte zocken. Geh mal Vicula, Vicula, Dönerboxen. Deutsche Popmusik schlimmer wie Boko Haram. Schlimmer als wie dieser Osama Bin Laden. Sie ficken ohne nur Homo zu sagen. YOLO, ich hab nicht kein Alkohol im Glas. Joko und Klaas, Joko und Klaas. Wir sind wie Joko und Klaas. Aua, fuck, nice. Nur in witzig und cool und ohne die dämlichen Hipster-Frisuren. Ma ficke, ma ficke, ma ficke, ma ficke, ma ficke, ma hart. Unverkennbar wie... Ja, das muss man sagen. Frisuren haben sie am Start, die Jungs, Mann. Nice. Von Hitler den Bart. Die besten Rapper der BRD GmbH. Du kannst nichts und... BRD GmbH. Rappen kannst du besonders nicht. Nein. Das erste Date ohne Arsch ficken ohne mich. Ohne mich. Oh mein Gott, Mann, die Jungs, ey, ich feier's. Das, was wir anfassen, Lit. Todeslit. Ja. Land, Rot, Mützenmann. AIDS-Test, ja. Positiv. Ja. Ich spitze die Arschficklein, ich tippe den Aldi-Wein. Kippe von Lucky Strike, deine Frau will dein Kind, doch wir haben keins. Wir haben nur eins, Vollsuff, pimmelang so wie von der Bockwurst. Das hier ist der neue Song von uns. Luke Mockridge, bitte geh von uns, yeah. Ich... Oh mein Gott. Alter, okay. Ihr wisst ihr Bescheid, Mann. Ich brauch den ganzen Kippenautomaten einfach leer. Einmal husten und die ganze Straße ist geteert. Ficke mal gern, ficke mal boom, ficke mal sehr. Gib mal die Kippen und ficken Müller, sonst werf ich auf dich einen Speer. Yeah, aus meinem Maul kommt mehr Rauch als von dem Loch von einem Auspuff raus. Ich geh Auspuff raus, weil deine Mama eine Pause braucht. Kaum zu glauben, aber wir sind wie Joko und Klaas. Nur ohne Millionen auf dem Konto und bald wegen Drogen im Sarg. Mal Ficke, gucke mal wie mal Ficke. Mal Ficke, gib mal mir bitte ne Kippe. Gib mal ne Gulua Rot. Gib mal ne Gulua Blau. Guck mal, wie wir wieder mal an einem Abend die Kohle vom Monat versaufen. Mal Ficke, gucke mal wie mal Ficke. Oh mein Gott. Mal Ficke. Gib mal mir bitte ne Kippe. Kippe. Gib mal ne Gulua Rot. Gib mal ne Gulua Blau. Guck mal, wie wir wieder mal an einem Abend die Kohle vom Monat versaufen. Fett. Okay, ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Ich sag nur... Oida, oida. Okay, Grüße gehen raus nach Frankfurt, Mann. Fettes Teil auf jeden Fall. Wisst ihr Bescheid da draußen, Mann? Mach Ficke. Die Männersmoos sind am Start, Mann. Krass, krass. Ja, ich glaube, es können wir heute nicht mehr toppen, so dieses Niveau. Eine Frage von mir an ihn war so, warum hast du dich so genannt? Und er sagt dann ganz, pass auf, ich versuche das jetzt hinzukriegen, zu erklären. Er hat es mir versucht zu erklären und ich habe es in dem Moment wirklich sehr gut verstanden. Bei ihm war es so, er ist lange als Battle-Rapper unterwegs gewesen unter einem anderen Namen und irgendwann hat er dann gemerkt, so okay, das, was er da verkörpert, das ist gar nicht er selber. So. Er braucht jetzt einfach einen neuen Namen, er braucht eine neue Identität und dann ist er auf Max Mustermann gekommen, weil er einfach, ja, er ist back zu seinen, wie soll ich sagen, beziehungsweise er ist zu seiner eigenen Wahrheit zurückgekehrt, die da ist, er ist nicht der krasse aus der Hood
Gangster-Rapper, der nur über Geld und Bitches und so rappt, sondern er rappt über das reale deutsche Leben und wahrscheinlich viele da draußen wollen das vielleicht nicht hören, aber auch wir Deutschen lieben Rap und wir, es ist auch bei mir so, das habe ich ihm dann auch geschrieben, ich bin auch jemand, der einfach dieses ganze Hip-Hop-Ding von Anfang an einfach geliebt hat und einfach, ich bin einfach auch, ich gebe es euch ganz ehrlich zu, ich bin halt einfach auch gut aufgewachsen, so, ich bin nicht der, der meckern muss über das, was ich habe, ich bin gebläst, kann man sagen, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass ich nicht auch Rap und Hip-Hop lieben darf und ich liebe das wirklich und das war so ein bisschen so sein Ding, dass er gesagt hat, okay, er ist halt einfach der klassische Max Mustermann und dann hat er sich einfach auch so genannt. Max Mustermann mag vielleicht jetzt erstmal abschrecken, aber ganz ehrlich, ich kann euch dieses Album, das da heißt Doppelreime, nur ans Herz legen. Ich habe vorhin reingehört, ich bin bis zu Song 6, ihr seht es ja hier, gekommen. Richtig nice, Alter, der Junge hat die Doppelreime gefressen, wie ein guter alter Big Pun-Manier, kann ich nur sagen. Und wer Boom Bap Beats liebt und geile Doppelreim-Texte liebt, der sollte sich das komplette Album reinziehen. Kann man sich echt, beziehungsweise kann man lieben. Wir hören jetzt hier einfach in den ersten Song rein, Werbegesicht, was auch immer er damit sagen möchte. Aber alle Songs haben wirklich einen sehr lustigen Namen. Der junge Mann wird es supportet ihn. Er war schon in vielen Rap-Shows auch unterwegs. Ich hab's auch gesehen und ja, hat mich dann auch wirklich gefunden. Ich find's cool. Max Mustermann, Grüße gehen auf jeden Fall an dich raus. Und jetzt für euch Werbegesicht hier. Zieht euch das ganze Album rein. Doppelreime. Let's go. Ich musste auch bei so vielen Beats irgendwie an Slum Village, an die gute alte Zeit denken, Mann. Mir taugt's richtig, Mann. Max Mustermann mit dem Vertreter-Lächeln, die Augen sind blau und die Zähne sind weiß. Er lässt die Herzen zerbrechen, die Haare sind blond und der Penis ist steif. Mit dem Werbegesicht, der die Herzen zerbricht, so als wär's für ihn nix. Es ist mit dem Werbegesicht, der jeden Beat und seine Perle zerfickt. Blonde Haare, blaue Augen, dicke Nase und Bart. Ich vergaß meine Worte, doch kicke gerade den Part meines Lebens. Scheiße reden, reifen Tränen am Golf mit dem Kopf durch die Wand. Ich hab einen Schädel wie Holz, es ist Sex, Essen und Schlafen. Und wenn ich vorhin über Kanli gesagt habe, er hat Bock auf Rap, oder wenn Kanli Bock auf Rap hat, dann hat er Monster Bock auf Rap, Mann. So schaut's nämlich aus. Nase, ich fress Rapper zum Spaß mit Schwerfresten im Glas. Kick ich knackige Reime. Dank mir haben alle Frauen wackelige Beine. So wie Rapper mit Twitterfinger beim Beef. Währenddessen ich mein Leben wie Klippenspringer genieß. Im freien Fall bleib am Ball, so wie Julian Weigel. Ich trink Capri Sonne, frische Smoothies sind scheiße. Danach zeig ich meine Zähne wie ein Hai. Oder ich rede für zwei an jedem Thema vorbei. Thema vorbei. Ich esse Hackbraten und werde satt. Nach dem Sex geh ich nackt schlafen mit leeren Sack. Max Mustermann. Mann, Diggi, haust du. Vertreter lächeln, die Augen sind blau und die Zähne sind weiß. Er lässt die Herzen zerbrechen, die Haare sind blond und der Penis ist steif. Mit dem Werbegesicht, der die Herzen zerbricht, so als wär's für ihn nix. Es ist. Und man kann einfach sagen, auf dem Album sind nur Bangers drauf, Alter. Werbegesicht, der jeden Beat und seine Perle zerfickt. Sommerbräune, weiße Zähne, Riesenohren und Schwanz. Immer eiskalt, so wie eine tiefgefrorene Gans. Mein großer Penis ist hart und meine Zeit rennt genauso wie Eden Hazard. Oder jeder gepaart, doch mein Leben schmeckt süß wie Honigmelon. Weniger Stress, Knete und Sex, Motivation, große Portion essen. Als ob ich Son Goku bin, danach hab ich Sex, wo ich so wie Donkey Kong kling. Es ist nett grinsen wie Hitch, weil ich weiß, keiner schreibt diese Rap-Singles wie ich. Spaß mit ein paar Kicken im schwarzen Wetter von Nike. Und dabei fühle ich mich so wie Marshmallows am Mike. Und ich hab die. Aber kannst du dich auch fühlen, Mann? Mit dem Paar, die er da kickt, Mann, würde ich mich auch so fühlen. Linke Hand in der Hosentasche, während ich Kohle mache. Und so wie ein Opa lache, schnaufe ich mit der Nase wie ein Gaul. Und hinterher leg ich mich dann schlafen wie ein Faultier. Max Mustermann mit dem Vertreter lächeln. Die Augen sind blau und die Zähne sind weiß. Er lässt die Herzen zerbrechen, die Haare sind blond und der Penis ist steif. Schöner Refrain auch von Trill, Mann. Mit dem Werbegesicht, der die Herzen zerbricht, so als wär's für ihn nix. Es ist mit dem Werbegesicht, der jeden Beat und seine Perle zerfickt. Also nochmal für euch da draußen, wer Bock hat auf Boom Bap, Alter, zieht sich das Album rein, Doppelreihe, Max Mustermann. Ja,
Sehr nice. Grüße gehen raus an Max Mustermann, Frankfurt am Stissey. Was, 15 Songs? Da war er aber fleißig, Mann. Respekt, Mann. Das ist, so, das ist mal wieder ein ganzes Album. Selten jetzt in letzter Zeit so ein ganzes Album vorgestellt. Cool, Mann. Max, fleißiger Junge auf jeden Fall. Als nächstes habe ich noch eine EP für euch, habe ich euch ja versprochen. Diesmal nochmal aus München, denn es ist eine bayerische Band. Aus dem tiefen Süden, München lässt grüßen. Ja, Mann, und wir gehen zurück zu David Sainz nach München. Wir haben aus der ganzen EP, die er da released hat, Musik, die wir hören, heißt die EP, haben wir schon zwei, drei Songs hier im Wochenrückblick gehabt. Jetzt hat er die ganze EP released. MDWH heißt die gute Nummer. Der gute Mann heißt David Sainz. Schaut bei dem vorbei. War auch jetzt letztens live hier. Habe ich das erste Mal wieder live. Durfte da draußen auftreten. Ich glaube, es war auch richtig geil für ihn. Wir haben aus dem Ganzen, aus der EP haben wir schon Musik, die wir hören, gehört. Und Guten Morgen haben wir uns auch schon in der Show hier angehört. Nanga Def, nee, Nanga Def hatten wir auch. Warte mal, müssen wir kurz überlegen. Musik, die wir hören, haben wir den auch gehört? Hören wir doch mal in den rein. Beziehungsweise ich habe wirklich jetzt Bock auf den ersten Song, auf Cessna. Lasst uns zusammen Cessna noch hören hier als guten Ausklang für die Show von heute. Ich sag schon mal danke, dass ihr alle wieder mal am Start wart, Mann. Rollis, macht's weiterhin. Rollis am Platz, wie ich immer so gerne sag. Jetzt für euch David Sainz mit der EP Musik, die wir hören und dem Song Cessna. Viel Spaß damit. Sie hatten keine Ahnung, nicht die leiseste. Es war alles Plan, ich weiß, wohin die Reise geht. Meine Art ist ausgewachsen, wenn sie vor der 30 stehen. Ich fiel in tiefe Täler, aber immer war ich fleißig, ey. Und ich produziere mich selber, weil ich kann, Mann. Übung macht den Meister, Schuhschatter wie die Mamba. Und hier Beat selber gemacht, und was für ein fetter Beat, Mann, Digi. Shoote Worte wie eine Warnung mit der Handgun. Ich hab den Überblick, weil ich immer am Rand stand. Ich seh die Dinge anders wie im Handstand. Doch ich rapp es und du nix oder tanzt dann. Hängen mit dem DJ, wie am Anfang. Ich beides, oder ich nick und tanz, Mann, auf jeden Fall. Ich bin jetzt schneller, denn ich machte lange langsam. Irgendwann zippen wir den Champagner, ja. Nur der gute Shit für mich und meine Kompagnons. Früher hing ich immer zu viel an der Tanke ab. Heute im Gym übe meine Punches, was? Skycatcher, Flügel auf dem Rücken, so wie eine Cessna. Kardinal unter dem Radar wie ein Jaybird. Da wo das Haze blüht, sie rissen uns die Federn, doch sie wachsen jetzt nach. Flügel auf dem Rücken, so wie eine Cessna. Kardinal unter dem Radar wie ein Jaybird. Da wo das Haze blüht, immer zu spät nachsitzen in der S-Class. Und die Zweifler haben nichts zu melden auf meiner Baustelle. Sie lernten Faust auswendig, ich wie ich austeile. Auch wie man einsteckt, ich steh auf und lauf weiter. Gib 110, denn ansonsten schaut keiner. Nein, kleiner Vibes, wenn ich schreib. Jede Zeile First Class an Skylines vorbei. Spiegelbilder live, Ziele bilden Kreise. Ziegelstein auf Liebe, die geteilt wird. Sonst wird es eisig hier, kalt wie in Sibir. Ich war lange dort, also schreib ich. Er malt auch sehr, sehr schöne Bilder in meinem Kopf. Sehr gut. Ich zahlte den Preis, was ich brauch, hab ich mit mir. Ich kauf keine Scheiße, halte nur für den Spritz. Skycatcher, Flügel auf dem Rücken, so wie eine Cessna. Kardinal unter dem Radar wie ein Jaybird. Da wo das Haze blüht, sie rissen uns die Federn, doch sie wachsen jetzt nach. Flügel auf dem Rücken, so wie eine Cessna. Kardinal unter dem Radar wie ein Jaybird. Da wo das Haze blüht, immer zu spät nachsitzen in der S-Class. Fett! Fett, bricht das nochmal runter, Mann. Beat, anderer Beat, fett. Halbe Geschwindigkeit. Richtig cool. Grüße gehen raus an David Sainz, Mann. Zieht euch die Musik, die wir hören, die Pi rein. So, jetzt bin ich aber wirklich auch am Ende, Mann. Richtig geil.